Aktuell kommen so viele coole Neuheiten aus der Kategorie Haare in die Drogerie und wir fangen mal an mit dem Oil Magic Midnight Serum von L'Oréal Paris. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Also der Duft ist auch bombastisch gut, hält auch extrem lange und die Haare sehen so richtig schön am nächsten Tag aus, wenn man das vom Schlafen gehen in die Haare geht. Es gibt ja hier auch neu die neue Herbal Essences Reihe Rose. Ich habe hier einmal das Shampoo gehabt. Finde ich in Ordnung. Ich muss jetzt sagen, ich habe keinen großen Unterschied zu irgendeinem anderen Balayeur Shampoo zum Beispiel gesehen. Die Haarmaske finde ich hingegen einfach richtig gut. Also die macht wirklich sehr weiche und geschmeidige Haare. Und den Conditioner hier fand ich auch sehr schön. Ist mit Arganöl, hat die Haare auch so richtig schön weich und gesund aussehen gemacht. Also echt top. Ich muss sagen, ich finde die Aloe-Reihe tatsächlich davon aber besser. Auch neu von Got2b das Styling Gel Brows and Edges. Ich finde das Böschen richtig gut. Also damit kann man wirklich toll die Haare zurechtkämmen. Aber das hält bei mir null. Ich weiß nicht, ob ich ein Sonntagsprodukt erwischt habe, aber wasserfest ist es bei mir so gar nicht. Dann hat Liz die Sprühkuren ja neu aufgesetzt. Ich habe jetzt die schwarze getestet und die Haare lassen sich wirklich ganz toll danach durchkämmen. Ist ja gleichzeitig auch ein Hitzeschutz, aber ansonsten sehe ich da null Effekt bei dem Produkt, leider.